Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Trains im World CSX Harry Hall. So, Problem, möchte ich euch vorweg sagen. Wir können das alte Szenario nicht weiterspielen. Es ist verbuggt. Es ist einfach nur verbuggt. Ich bin rückwärts gefahren, dann war auf einmal das Ding weg und alles. Und sorry, ich kann das Szenario jetzt nicht abschließen. Ich habe jetzt, wie lange habe ich jetzt 45 Minuten habe ich jetzt hier sinnlos verplempert. Und habe da eigentlich keine Lust, deswegen lassen wir diesen Auftrag halt weg und gucken uns Cumberland an. Dort geht es jetzt nämlich theoretisch weiter. Also sprich, wir fahren den Bereich, also die Züge, die wir dort eigentlich abgestellt haben, was ja unser Primärziel war, mit denen fahren wir jetzt weiter und hängen da einen Kohlezug an. Nee, es ist richtig nervig. So, erstmal wieder eine schöne Fahrt. Kamerafahrt hier am frühen Morgen. Das vertreibt nämlich Kummer und Sorgen. Ein Kohlegangszug kam mit einem Motorproblem von der Verladestelle in Shaw. Man benötigt die zusätzlichen Lokomotiven, die wir nach Sandbadge gebracht haben, um bei der Fahrt nach Cumberland zu helfen, wo die Lokomotiven dann ausgetauscht werden können. Ja, wunderbar. Unter dem Kürzel X57. Danke. So, wir rüsten unseren Zug erstmal auf. Das heißt, wir fahren erstmal rückwärts. Entlüften das Ganze. Hier ist X570. Erbitten Gleisfreigabe von Sandpatch nach Salisbury Junction. Over. X570. Unter Beachtung der Signalbilder fahren Sie von Sandpatch nach Salisbury Junction. Over. X570, unter Beachtung der Signalbilder fahren wir von Sandpatch nach Salisbury. Out. So, das heißt, wir geben jetzt mal richtig Gas hier. So, Zielvorgabe erfüllt, sehr schön. Jetzt fahren wir erstmal eine Meile zurück und dann dementsprechend wieder vor. Ich habe nämlich hier schon mal sicherheitshalber jetzt diesen ersten Abschnitt schon mal geprüft, ob das jetzt hier wenigstens ohne Fehler voranläuft. So, ja, unser heutiges Thema, beziehungsweise das Thema, was sich allgemein nochmal gewünscht worden ist, war ja das Thema Selbstständigkeit. Und gestern stand noch irgendwas von Erdogan unten drunter. Nee, also auch wenn es funny gemeint war, nee. Solche Themen lassen wir mal lieber, da gibt es andere YouTube-Kanäle, die da... Ja, Politik begeisterter Sinn. Muss nicht sein. So, aber zum Thema Selbstständigkeit kann ich ja in der Tat etwas dazu sagen. Zwar jetzt weniger im Allgemeinen, also ein bisschen Allgemeines, aber ansonsten jetzt wirklich nur gerade mal so auf die Thematik YouTube. Ja, da kann ich ein bisschen was oder ein bisschen mehr, je nachdem, drüber erzählen. Deswegen, ja, würde ich sagen, fangen wir da einfach an. Zum Allgemeinen der Begriff Selbstständigkeit, ne, trägt es ja schon in sich. Man ist selbstständig, also selbst und ständig unterwegs und ist im Endeffekt im Vergleich zum normalen Arbeitsverhältnis, ist der halt Unterschied, du bist dein eigener Chef. Ja, sprich, das normale Arbeitsverhältnis ist so, ist ja logischerweise, ne, du fängst irgendwo an mit Arbeiten, ne, da hast du einen Chef, der Chef bezahlt dich. Da gibt ja am Ende des Monats Lohn, ne, versteht sich. Dieser Lohn, Brutto, Netto und so weiter und so fort, ne, so, hat man ja beim letzten Mal schon. Da den Chef bezahlt für dich Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, also sämtliches sozialversicherungspflichtiges Gedöns halt. Ne, und was danach übrig bleibt, kriegst du im Endeffekt als Gehalt. So, als Selbstständiger hast du das nicht. Da musst du dich um dich selbst kümmern, in dem Sinne. Und das fängt überall an. So, aber im Endeffekt, um vielleicht so auf die Frage zu kommen, ja, kann sich jeder selbstständig machen? Meines Erachtens nach, ja. Es kann sich an sich jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland selbstständig machen. Voraussetzung ist dafür, man muss einer Tätigkeit nachgehen, die einen in gewisser Art und Weise logischerweise Geld bringt. Ja, also man muss einen Gewerbe nachgehen, ja, eine gewerbliche Tätigkeit. Das kann unter anderem sein, dass ihr, keine Ahnung, Socken stricken tut und die im großen Stil verkauft. Ne, über eBay, Amazon, über eure eigene Homepage, also über eure eigene nicht Homepage, sondern Webshop.
Ja, da sind wir schon mal wunderbar dran vorbeigeheizt. Wunderbar. Ich habe aber heute auch wieder ein Timing hier. Besonders gleichen. Ja, mal so schön um 52 Yards verfehlt. Aber so ist das halt. So, langsam rein. Ja, wie gesagt, ihr strickt Socken und verkauft es auch über euren Webshop, bei eBay und sonst was. Ich rede jetzt nicht davon, wenn ihr jetzt mal bei eBay ab und zu mal was verkaufen tut, ne, dann seid ihr ein privater Händler. Das hat nichts mit gewerblich zu tun. Gewerblich ist in dem Falle, jetzt beispielsweise im Falle von eBay, ihr verkauft einen Artikel mehrmals. Ja, und damit seid ihr automatisch ein gewerblicher Händler. So, stopp. Alles klar, hat immer noch nicht gereicht. Ich bin beeindruckt. Jetzt sollten wir es aber auch langsam mal haben hier, ne? Sehr gut. So, jetzt fahren wir vor. Jetzt fahren wir hier vorne von da halt weiter so. Also alles, was irgendwie mit Gewerbe zu tun hat, wenn ihr irgendwas verkauft, wenn ihr irgendwas herstellt oder sonst was, oder halt auch Dienstleistungen anbietet und das halt nicht jetzt einmalig, sondern halt wirklich, ja auch nicht in Massen, sondern halt regelmäßig, ich denke mal regelmäßig ist da ein besserer Begriff dafür, dann geht ihr einer gewerblichen Tätigkeit nach und dann müsst ihr Gewerbe anmelden. So. Wie geht das in dem Fall? Ja, also allgemein, ich glaube, dafür, dass ihr, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Ich weiß sogar nicht, ob das schon mit 16 geht, aber ich glaube, ihr müsst da im Allgemeinen 18 Jahre alt sein. Ihr geht stinknormal zum Gewerbeamt oder sucht euch ein Gewerbeanmeldungsformular im Netz offiziell raus, füllt den ganzen Spaß aus, schickt es zum Gewerbeamt. Dann zahlt ihr, bei uns ist es ja glaube ich 25 Euro, dann wird der ganze Spaß erstmal bearbeitet, dann kriegt ihr einen Stempel drauf. Und dann kriegst du irgendwann den offiziellen Brief, weil da steht, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen das ab jetzt machen. So, in diesem Zettel steht dann schon mal drin, wer seid ihr, wo kommt ihr her, eure Anschrift, was für ein Gewerbe ist es, wie heißt das Gewerbe, also oder das Unternehmen, ist es Nebengewerbe, ist es Hauptgewerbe, Nebengewerbe, in dem Sinne sagt schon der Name, ist es nebenbei, sprich ihr könnt eine normale Arbeit haben und macht, was weiß ich, strickt halt abends Socken und verkauft die halt auf eBay, whatever. Oder bietet nach eurer Arbeit irgendwie im Internet Dienstleistung an, egal ob nur technisch oder, keine Ahnung, im Beischlaf, ne, beispielsweise, ja, dann ist das nebenbei, ein Nebengewerbe. Dieses Nebengewerbe kann automatisch in den Hauptgewerbe rutschen, wenn ihr eine gewisse Summe damit verdient, jährlich. Und Hauptgewerbe, sagt er im Allgemeinen an, ist das Hauptgewerbe, sprich die Haupteinnahmequelle eures, ja, eures Verdienstes, ja, eures Gehalts jeden Monat. So, wie gesagt, nachdem ihr dann den ganzen Spaß da gemacht habt, mit Gewerbeamt und so weiter und so fort, die melden sich dann bei euch und sagen halt, ey, du darfst das ab sofort machen. So, irgendwann kommt das Finanzamt zu euch, also jetzt nicht aus der Haustür, sondern ein Brief und schreibt, hi, wir haben vom Gewerbeamt erfahren, Sie haben ein Gewerbe gegründet, sehr schön. Natürlich ist es jetzt so, dass das Finanzamt gerne sämtliche Informationen darüber haben will, was macht ihr, was verdient ihr und so weiter und so fort. Sprich, es kommt ein Formular auf euch zu, dann müsst ihr euch beim Finanzamt anmelden, so nenne ich es jetzt einfach mal. Kleiner Tipp von mir, sucht euch einen Steuerberater oder eine Steuerkanzlei, je nachdem, gebt das dorthin, macht das mit dem Steuerberater zusammen. Weil A, die Leute, die dort arbeiten, kosten teilweise schweineviel Geld, ohne Frage. Aber die haben Ahnung in dem, was sie machen. Und ja, somit ist eure Fehlerquelle schon mal weniger. Im Endeffekt, ihr haftet trotz all dem, ne, weil ihr seid ja angabenpflichtig. Aber der Steuerberater weiß schon, was er macht. Und ja, ist da auch im Bereich Steuern sparen und Beratung und so weiter und so fort. Ja, seid ihr besser aufgehoben, wenn ihr selber, als wie wenn ihr es selber macht. Ihr könnt eure Steuern selber machen, über Napster hieß er, oder hieß das Napster? Ja, schlimme Napster hieß das Ganze, das ist eine elektronische Steuererklärung. Aber ich lasse es zum Beispiel einen Steuerberater machen, der kostet mich im Jahr, glaube ich, 200 Euro. So circa, mit Umsatzsteuer, glaube ich, 200 Euro, ja. So. Ja, wenn ihr das alles gemacht habt, wie gesagt, kommt das Finanzamt zu euch, dann füllt ihr den ganzen Spaß aus, dann kriegt ihr irgendwann wieder einen Brief vom Finanzamt. Und da steht eure Steuernummer drinne. So, könnt ihr jetzt nicht wieder mitmachen, braucht ihr aber beispielsweise, wenn ihr irgendwo irgendwas zum Angeben, ne, da wird manchmal dann dementsprechend oder öfters logischerweise eure Steuernummer angefragt, wenn ihr zum Beispiel auf eine Rechnung Mehrwertsteuer haltet. So,
So, wir müssen ein bisschen aufpassen, es geht nämlich hier ein bisschen bergab. Ja, und im Endeffekt, ja, mal auf meinen Fall zurückzukommen, also YouTube, ja. Also ich habe dann eines Tages, das war irgendwann im Oktober 2013, bin ich zum Gewerbeamt hingegangen und habe gesagt, hallo, ich möchte gern Gewerbe anmelden, ne? Ja, habe ich den ganzen Käse ausgefüllt. Ne, was ist es? Also, ne, was ist es für eine Gewerbeart? Ist eine sehr schöne Umschreibung. Ja, weil damals war ja YouTube noch weniger bekannt als heute, ja. Und im Endeffekt ist es, steht bei mir drin, eine Medien, also Medienproduktion im Internet. Schöne Umschreibung. Weil Medienproduzent, Produzentin ist, glaube ich, ein Beruf, ein Studienberuf, wenn mich nicht sogar alles täuscht. Also das passt da irgendwie nicht so ganz hin. Und mittlerweile kann man, glaube ich, Web-Video-Creator da reinschreiben. Das wird, glaube ich, mittlerweile auch akzeptiert. Aber im Endeffekt, zum damaligen Zeitpunkt war es einfach Medienproduzent, Produzentin. So, ja, das Ganze, Kladderadatsch, wie gesagt, mit Finanzamt gemacht. So, zack, so, dann ging das los. Im Endeffekt, ich habe meine normale Tätigkeit einfach weitergemacht. Ich habe YouTube-Videos gemacht, ne? Und, ja, wie verläuft sich das jetzt mit der Selbstständigkeit und YouTube? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie ihr euch das so teilweise vorstellt, aber es ist, Entschuldigung, es ist an sich eigentlich recht simpel. So, was jetzt nicht heißen soll, werdet selbstständig, um Gottes Willen, nein, aber dazu komme ich dann später nochmal, aber es ist eigentlich nicht viel nebenbei. Also es ist, ich bekomme Geld aus unterschiedlichen Quellen. Unter anderem bekomme ich Geld von YouTube selbst, beziehungsweise von Alliance, ne? Das ist unser YouTube-Netzwerk. Die zahlen mir das Geld aus, was ihnen YouTube gibt. So, sprich, eigentlich würde ich jetzt kein Netzwerk haben, würde ich die Kohle von YouTube direkt kriegen. Das Netzwerk ist da dazwischen. Also überweist das YouTube meine Netzwerk eine Summe und das Netzwerk sendet mir dann eine weitere Summe. Also die Summe dann weiter, natürlich mit Abzügen, ne? Und das Geld aber an sich von YouTube kommt aus Amerika. Ne? Und das kommt in US-Dollar, das wird dann erstmal schön in Euro umgerechnet, ne? Je nachdem wie der Kurs halt steht, kann es gut, kann es schlecht sein, momentan eher schlecht als recht, und weil unser Euro, glaube ich, unser Euro ist zu, nee, unser, ist der Dollar zu schwach oder der Euro zu stark, eins von beiden auf jeden Fall, da ist immer so eine Sache mal mit drin, dann zieht sich das Netzwerk seinen prozentualen Teil davon ab und so lösen. Ja, dann zieht sich das Netzwerk seinen Teil davon ab und ja, der Rest kommt dann bei mir an. Das ist eine Einnahmequelle, nennt sich YouTube Werbeeinnahmen. Das heißt, für diese Einnahmen kann man das, ja, seid ihr verantwortlich. Also jetzt nicht im Sinne von, ihr verwaltet das, sondern ihr erzeugt diese Einnahmen, dieses Geld. Indem ihr diese Videos hier schaut, wie zum Beispiel das, und habt einen Adblocker aus und habt euch die Werbung angeschaut. Ja, da gibt es dann nur wieder mehrere Möglichkeiten. Ne, entweder diese Display-Werbung, die dann von unten einfliegt, irgendwelche gesponserten Infokarten, Werbung, die ihr überspringen könnt, Werbung, die ihr nicht überspringen könnt. Ne, die unabhängige Bremse wollte ich jetzt eigentlich nicht. Danke. Ja, und je nachdem, was ihr für Werbung seht, ja, beispielsweise die Display-Werbung ist die billigste Werbung, die es gibt, ne, die wird dementsprechend auch am billigsten bezahlt. Werbung, die man überspringen kann, wird unterschiedlich bezahlt, ob ihr euch, wenn ihr euch den Clip vollkommen anschaut, gibt es dafür 100% im Endeffekt, wenn ihr den skippen tut, glaube ich, bloß noch einen gewissen Prozentsatz, das beläuft sich dann aber teilweise, glaube ich, auch noch, das beläuft sich dann, glaube ich, auch noch auf die Zeit, wie lange ihr die Werbung angeschaut habt, und dann die Werbung, die man nicht überspringen kann, also die lange Werbung, die nicht überspringbar ist, das geht ja teilweise Entschuldigung, von 30 Sekunden bis, genau, bis teilweise mal eine Minute, je nachdem, was für Videos da in dieser, gerade auf dem Markt sind. Ja, und die werden dann natürlich am besten bezahlt, kommt natürlich dann auch relativ selten zum Vorschein, also jetzt in der allgemeinen Masse, kann schon sein, dass du das öfters hast, aber wie gesagt, in der allgemeinen Masse kommt es halt weniger vor. Und dann ist es halt auch nur spezifische Werbung. Das heißt, gerade jetzt in den Wintermonaten, Oktober, November, Dezember,
Da ist die Werbung sehr viel Geld wert. Warum? Weil jeder Werbetreibende sein letztes Werbebudget raushaut. Sprich, die wollen dann alle für ihre AAA-Spiele werben und fürs Weihnachtsgeschäft. Und somit ist die Werbung natürlich um einiges mehr wert. Und jetzt Beispiel Januar, Februar, März ist die Werbung ein Scheißdreck wert, weil es hat keiner was zu bewerben. Ich meine, jetzt kommt bald Ostern. Ja, jetzt fängt sich das so langsam wieder. Aber ist halt kaum Werbung im Spiel und auch keine Nachfrage danach und deswegen sind die Werbepreise halt am Arsch. Das, wie gesagt, errechnet sich halt durch vielerlei Faktoren. Ein Faktor ist halt, wie der CPM ist. CPM ist Cost per Million, Cost per Million. Das bedeutet, pro 1000 monetarisierte Aufrufe gibt es Summe X. So, dieser CPM schwankt sehr stark, und zwar nicht stündlich, sondern täglich. Also, das kann sein, dass du am Montag einen CPM von 5 Euro hast und einen Dienstag, da hast du einen CPM von 1 Euro. Ja, der schwankt halt hin und her, je nachdem, wie die aktuelle, ich nenne es mal Marktlage oder Werbelage ist. Das ist schon mal so eine Sicherheit, die man nicht Sicherheit nennen kann, sondern ja, es kommt schon so ein bisschen an Lotto ran. So. Dann ist es zum Beispiel noch so, was für Werbung wird dann allgemein geschaltet. Jetzt nicht von den Typen her, sondern was ist halt prinzipiell. Kanäle, die sehr fachspezifisch sind. Beispielsweise einen Autokanal, JP Performance beispielsweise. Der kann für seine Videos schon mal Werbung von BMW, Audi, Porsche, Lamborghini, was weiß ich, je nachdem teure Werbung, hochwertigere Werbung bekommen. Weil seine Zielgruppe halt an Autos interessiert ist. Also YouTube bzw. Google hängt ja dahinter, Google AdWords. Google hat da ein, was die Werbung angeht, also die Werbeschaltungen, so ein ausgeklügeltes System. Das könnt ihr euch euren kühlsten Träumen nicht vorstellen. Wir selber als YouTuber können natürlich über AdWords auch Werbung schalten. Also ich habe das ja schon öfters mal gemacht. Ich kann meinen Kanal oder spezielle Videos von mir kann ich auf YouTube als Werbung schalten lassen. Beispielsweise hatte ich ja mal, letztes Jahr mal diese Bannerwerbung gehabt, ne, wo zur Hölle ist Sachsen. Oder halt auch spezielle Videos, die dann einfach als Werbung sind. Jetzt nicht in den Videos selber, sondern so als gelb markiert und so weiter und so fort. Ne? Das kann ich machen, muss ich natürlich Geld dafür bezahlen. Das kann ich machen, aber diese Möglichkeiten, die man dort hat, seine Zielgruppen, mal kurz gesagt, du bist 13 Jahre jung, interessierst dich für LS und kommst aus Deutschland. Mit diesen Daten, ja, die YouTube hat, ja, oder allgemein, die ich eingeben kann, zum Beispiel, ich möchte, dass dieses LS-Video, was ich promoten will, nur Leute sehen, oder Zuschauer sehen sollen, die auch LS interessiert sind und die in der Altersklasse zwischen 12 und 13 sind. Da kann ich das so einstellen. Da bekommen auch nur die Leute, die diesen Spezifikationen entsprechen, diese Werbung zu sehen. Das ist richtig hardcore krass. Man kann Werbung auf einzelne Kanäle einschließen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ey, ich habe jetzt Bock auf Dalukart seinen Kanal, einfach übelst aggressive Werbung für meinen Channel zu machen in Form von Bannerwerbung, dann kann ich das so einstellen, zahl da am Tag, was weiß ich, 10, 20 Euro dafür und da kommt jeder User oder jeder zweite User sieht dann meine Kanalwerbung, also ein Banner, wo wenn man draufklickt, dass man da auf meinen Kanal kommt, ja, das geht, das ist, man kann da ziemlich aggressiv, wenn man logischerweise das nötige Geld hat, kann man dort ziemlich aggressiv Werbung schalten. Und sehr zielgruppenorientiert, ja. Und gerade diese hochwertige Werbung, Autowerbung, Technikwerbung, das kriegen natürlich nur Kanäle, oder größtenteils nur Kanäle, die für YouTube extrem geil performen, beziehungsweise die Zielgruppe haben, weil der Werbetreibende, also der die Werbung schaltet, natürlich auch das Interesse hat, ey, ich will ja mit dieser Werbung Leute erreichen, die sich dafür interessieren. Und warum sollte jetzt Lamborghini beispielsweise auf einen Gaming-Kanal, der Minecraft bringt, Lamborghini-Werbung schalten? Ja, der 9-jährige Kevin oder auch der 10-, 12-, 13-jährige kann sich kein Lamborghini leisten. Ja, deswegen suchen sie sich Kanäle aus mit älteren Zielgruppen, ne, und so weiter und so fort. Das kann man halt alles machen. Diese Werbung ist dann natürlich extrem hochwertig, dementsprechend auch richtig krass bezahlt. Also CPMs zwischen, na, ich würde mal so schätzen, 15 bis 30 Euro pro 1000 monetarisierte Klicks sind da teilweise nicht ungewöhnlich. Ja, aber um sowas zu bekommen, muss man A, die Performance aufweisen für YouTube und B, natürlich auch themenspezifisch da drin sein. Ne? Das zum Thema dazu. Und wie gesagt, diese YouTube-Werbung ist halt dementsprechend die eine Sache, die bekomme ich von YouTube jeden Monat gezahlt, beziehungsweise immer mit einem Monat Verzögerung, also ne, beispielsweise ich bekomme im Januar die Kohle für November. Ne? Und ja,
Die zweite Einnahmequelle, die prinzipiell jetzt so allgemein besteht oder schon seit länger besteht, ist Tibi. Ich meine Tibi-Seite, ne? Tibi, also mit 3e und 1p, tibi.com/sachsenhaltsplayer. Dort könnt ihr sehen, was mir da monatlich Leute, was die Leute mir da supporten. Ne, das sind, ich glaube, momentan 100 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Da zieht sich Tibi, ich glaube, 7,8% oder irgendwie sowas in der Richtung davon ab. Der Rest geht an mich. Und das ist noch eine Einnahmequelle, die aber halt mit YouTube an sich weniger zu tun hat, sondern, also auch, ja, logisch, aber es ist im Endeffekt Geld von Zuschauern. Ne? Ich glaube, Christian ist dabei, Stefan ist dabei. Ich möchte jetzt keinen vergessen, aber trotzdem nochmal alle Danke, die dort auch im Start supporten. Link ist da auch in der Videobeschreibung, einfach mal unten unter Sachsen-Netzplayer unterstützen oder Support oder irgendwie sowas. Da steht es auf jeden Fall drin. Hei. Zielaufgabe erfüllt. So, drücke Tab. Heimatland. So, unabhängige Bremsen lüften. Aber die Erlaubnis habe ich mir schon eingeholt, so ist es nicht. So, dann fahren wir langsam voran. So, und ja, wie gesagt, das ist halt das, was halt einfach Zuschauer halt jeden Monat oder monatlich, das geht auch einmalig, und das muss nicht monatlich sein, das sind sogenannte Tipps, die kann man monatlich machen oder halt einmalig, und dafür gibt es in der Regel halt Belohnung, ne, die halt dort stehen, aber alle, die bis jetzt da sind, machen das eigentlich ohne Belohnung. Also die machen es halt einfach nur so, weil sie mich damit unterstützen wollen. Bin ich tausendfach dankbar dafür. 100 Euro sind sehr viel Geld für mich, deswegen auch da danke. Da hat jeder die Möglichkeit, das geht ab 2 Euro los. Also ab 2 Euro 5, also wenn wir jetzt die Belohnung haben, ich glaube die billigste Belohnung ist wirklich 2 Euro oder die günstigste 2 Euro und es gibt es 150 Euro. 150 Euro ist das Komplettpaket mit Eastlog und abholen und hinfahren und Spaß haben und schieß mich tot, ne? Bitte, habt da bitte halt rumgesucht, was man halt theoretisch als Gegenleistung beziehungsweise als Dankeschön euch zurückgeben könnte. Aber es geht natürlich auch komplett ohne. So, ja, das ist dann Tippi in der Geschichte. Dann kommen natürlich die Livestreams im Allgemeinen noch dazu. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal kurz hier gucken. Zielvorgabe erfüllt. Richtungswandler schalten Sie auf neutral. Schalten Sie die automatische Bremse auf lösen. Tja, die ist auf lösen. Das hatte ich jetzt nämlich schon mal das Problem. Hoppala. Das ist hier. Das Spiel ist teilweise so hardcore verbuggt, das ist Wahnsinn. Ja, die Bremse ist hier beispielsweise aufgelöst. Aber er erkennt es eben nicht. Und das ist nämlich jetzt so eine Sache, weil dann geht es im Tutorial nicht weiter. Also egal wie dumm sich das jetzt anhört, aber. Automatische Bremse, stellen Sie die automatische Bremse auf lösen. Ja, beispielsweise, ich gebe jetzt hier ein, ne, automatische Bremse ist auf gelöst. Na, aber es ändert sich nichts, wenn ich den jetzt hier voll anziehe. Es ändert sich einfach nichts. Deswegen, aber meine Freunde, wir machen erstmal hier im Allgemeinen für den heutigen Part Feierabend. Also, was halten wir fest? Gewerbe kann theoretisch jeder machen, der über 18 Jahre alt ist. YouTube haben wir bis jetzt speziell in dem Falle YouTube-Werbeeinnahmen Tibi und schauen wir mal im nächsten Part, wie es weitergeht, ne? Weil da gibt es nämlich noch ein bisschen was anderes und was man so ein bisschen beachten muss, bla bla bla, tralala. So, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann, haut rein, Metal and out.